Der Antrag betraf die Luftqualität in Düsseldorf. Es ist ja leider so, dass seit 10 Jahren an vielen Messstellen die Grenzwerte der EU überschritten werden. Die EU hat uns jetzt noch mal ermahnt und hat auch die Verlängerung der Grenzwertüberschreitung nicht zugestimmt. Und wir wollen, dass jetzt noch mal deutlich und stärker gehandelt wird. Wir wollen weitere Maßnahmen prüfen, schadstoffärmere Autos zum Beispiel auch bei der Müllabfuhr, bei den Stadtwerken. Aber auch Maßnahmen wie Geschwindigkeitsreduzierung, die ja ebenfalls dann den Ausstoß reduzieren, eine Ausweitung der Umweltzone als grüne Umweltzone und weitere Punkte, Hotelschiffversorgung mit Strom, damit die Dieselstinker nicht die ganze Nacht anbleiben. Leider ist auch das abgelehnt worden. Anscheinend ist auch CDU und FDP hier nicht bereit, was für die Luftqualität und für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu tun.